Am Tag meiner Haftentlassung wurde ich gefragt, wie sich die Freiheit wieder anfühlt. Meine Antwort darauf war schön. Aber was ich wirklich gefühlt habe, war Folgendes. Ich habe meinen Cousin Anthony in Texas besucht und wir saßen dann hinten auf die Ladefläche von seinem Pickup Truck. Während ich da hinten saß, dachte ich, mehr Freiheit geht nicht. Doch das sollte sich ändern. Und wir rauchen erstmal einen fetten Joint. Nachdem wir das rauchten, sind wir am Strand gefahren und es war ein Gefühl, was ich vorher noch nie erlebt habe. Auf diesem Pickup zu sein, in die unendliche Weite des Himmels zu schauen, war einfach ein magischer Moment. Es gab sogar eine Situation, wo hinter uns 30, 40 Vögel geflogen sind. Und für einen kurzen Moment habe ich vergessen, dass ich auf diesem Pickup sitze und dachte sogar, ich würde selber fliegen. Das war der Moment in meinem Leben, wo ich wusste, was wahre Freiheit bedeutet. What's up, everybody? Hier ist Dan am Start und wir sind frei! Yes, Leute, so sieht's aus. Wir sind frei. So frei man nun mal sein kann in einer Therapieeinrichtung. Denn die letzte Zeit in der JVA Hünfeld ist angekommen und die erste Zeit in der therapeutischen Einrichtung Eppstein ist ebenfalls angekommen und das am gleichen Tag. Also Leute, let's go! Wie ihr euch erinnern könnt, in der letzten Folge habe ich euch erzählt, wie ich den letzten Tag verbracht habe in der JVA Hünfeld und wie es dann auch abgelaufen ist. Ne? Also, dass ich da alles eingeräumt habe, sauber gemacht habe, dass die mich dann nach unten gebracht haben und es wurde dann immer näher und näher zu der Richtung Freiheit. Auf der einen Seite war ich natürlich überglücklich, aber ich muss sagen, ich würde lügen, wenn ich nicht aufgeregt wäre. Ne? Also ich war schon ein bisschen aufgeregt generell, ja, weil ich habe mir einfach viele Tage vorher mir überlegt, wie es dann in meinem Leben weitergehen wird. Was ist mein Plan? Schaffe ich es auch, von den Substanzen wegzubleiben? Weil es war ja eigentlich geplant gewesen, dass ich nach meiner Therapie zurück nach Fulda gehe. Ne? Also das war ja eigentlich mein Plan. Aber es kam eine Frau in mein Leben, die meine Planung ein bisschen geändert hat. Ja, 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 ja. Jetzt in diesem Moment sind wir da angekommen, wo ich Richtung Ausgang laufe vom Gefängnis. Ich weiß noch, ich verabschiede mich von den Beamten. Die haben mir auch mein Überbrückungsgeld gegeben. So sieht das aus. Es waren ungefähr, ich glaube, knapp 900 Euro, also seht ihr ja gleich, irgendwas zwischen 800 und 900 Euro war meine Überbrückungsgeld. Das ist dafür da, dass wenn man aus der Haft rauskommt, dass man nicht komplett blank dasteht. Ne? Weil wenn man 0 Euro hat, dann kommt wieder das kriminelle Gedankengut und sagt, yo, ich brauche ja Kohle. Und somit ist man dann viel eher dazu bereit, Mist zu machen, um an Geld zu kommen. Als wenn man schon einige Hunnis in der Tasche hat. Ich muss aber auch dazu sagen, ich glaube, also es gibt eine Obergrenze. Es kommt immer darauf an, bist du verheiratet, hast du Kinder, all solche Sachen zählen dazu. Aber ich als Single damals, keine Ehe, keine Kids, gar nichts. Ich glaube, der Maximalbetrag wäre gewesen 1800 oder 2000, sowas in den Dreh. Die wollen zwar auf der einen Seite, dass man nicht mit nichts rausgeht, aber auf der anderen Seite möchte der Staat nicht, dass du mit zu viel rausgehst. Weil wenn du zu viel Kohle hast, dann hast du auch wieder Möglichkeiten, anderweitig kriminell zu werden. Jo, sagen wir mal, weiß ich nicht, ein Fit-Ticker zum Beispiel. Ne? Also der könnte dann, wenn er zum Beispiel 5000 Euro bekommt, könnt ihr damit schon ein bisschen was anfangen, um durchzustarten. Ja, mit so etwas wie 800 Euro oder 1000 Euro wird schon ein bisschen schwieriger. Ne? Das ist so der Hintergrund von dieser ganzen Sache. Yo, es war dann letztendlich soweit. Ich habe mich verabschiedet. Die haben mir mein Geld gegeben. Ich bin in meine Klamotten reingeschlüpft.
und eine Tür ging auf. Ich laufe da durch und dann ist ein Tor und dann haben sie auch einen kleinen Spalt davon aufgemacht. Diese Tor aufgemacht und ich sehe von Weitem schon meine Mom da stehen, mein Dad da stehen und von meinem Dad die Freundin. Also die Personen, die mich hineinbegleitet haben, waren auch die Personen, die mich wieder abgeholt haben. Und ich weiß noch, dieser erste Schritt von diesem Haft raus und den nächsten Schritt, dass ich mit beiden Füßen wirklich auf, ja, freien Boden stand. Ne, das war ein unglaubliches Gefühl, ein Gefühl, was ziemlich surreal war, aber ein unglaublich gutes Gefühl. Ne? Allein wenn man rauskommt, die Luft ist anders. Das ist keine Haftluft, das ist freie Luft. Ne? Ja, und ich bin dann wirklich sehr, sehr schnell auf meine Mom zugelaufen, hab so umarmt. Sie hat sich natürlich sehr gefreut und ich habe noch in Erinnerung diese Duft von ihr. Ne? Ich hatte sie so in den Arm gehabt, umarmt und dieser Duft, was meine Mutter halt hat, ne? Das war so ein, das hat mir ein Gefühl von Geborgenheit gegeben. Weil es ist meine Mama, egal was auf der Welt passiert, ne? Ich weiß, meine Mom steht immer hinter mir. Und das war einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl, ein sehr befreiendes Gefühl. Mein Dad war dann da, den habe ich umarmt und auch seine Freundin. Also wir standen alle drei da und es war ein sehr, sehr schöner Moment in meinem Leben. Wir sind dann alle ins Auto eingestiegen und sind losgefahren. Und jetzt ist etwas passiert, Leute. Ich weiß nicht, aber glaube oder nicht, ne? Aber es heißt, dass wenn man entlassen wird, und man sich dann nochmal umdreht, um dieses Gefängnis anzuschauen, dann heißt es, dass man zurückkommt. Ne? Also wer zurückschaut, der wird wieder inhaftiert. Und wer nicht zurückschaut, sondern einfach geradeaus, der geht auch nur den Weg geradeaus. Und ja, ich weiß nicht, wer es von euch weiß, ich wurde später im Leben dann nochmal inhaftiert. Zweimal sogar. Wer weiß, ne? Wer weiß, dass das Leben ist verrückt, es passieren die verrücktesten Sachen. Vielleicht war dieser Blick nach hinten der Grund, warum ich auch nochmal zurückgekommen bin. Wie dem auch sei, in diesem Moment war ich erstmal frei. Also es war dann abgemacht zwischen der Therapie und die Haftanstalt, dass mein Mom mich abholt und dass sie auch die Person ist, die mich dann zum Therapie bringt. Ne, also sie übernimmt auch die Verantwortung dafür. Weil sonst wäre es so gewesen, dass mich entweder ein Sozialarbeiter von der therapeutischen Einrichtung Epstein mich abgeholt hätte oder jemand von der Haft hätte mich dahin gefahren. Yo, wir fahren dann und ich weiß noch, das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe gesagt, Leute, ich will was essen. Wir müssen Burger King. Und mir ist auch aufgefallen, als wir in mein Dads Auto eingestiegen sind, dieser Geruch, ne, wenn man von Knast entlassen wird, die Gerüche, die man von draußen so selbstverständlich nimmt, sind plötzlich eine unglaubliche Explosion hier im Gehirn. Wir fahren dann zum Burger King und ich habe mir dann das bestellt, was ich immer bestellt habe, nämlich ein Whopper mit Cheese und Bacon, mit Zwiebelringe anstatt Pommes, Coke und Ketchup. Nee, das war das, was ich immer bestellt habe. Aber es gab viel mehr einen Grund, warum ich zum Burger King gegangen bin. Nicht nur, weil es mir damals halt auch sehr gut geschmeckt hat. Mittlerweile lebe ich seit 3 Jahren vegan, aber zu der Zeitpunkt eben nicht. Ne? Der Hauptgrund, warum ich zum Burger King gehen wollte, war, mein Dad und ich, wir haben uns immer einmal in der Woche getroffen, um einfach ein Vater- und Sohn-Ding zu machen. Und wir haben immer begonnen im Burger King. Also wir haben uns dort immer getroffen, haben was gemeinsam gegessen und danach sind wir einfach durch die Stadt spazieren gegangen. Das war einfach so ein Vater- und Sohn-Ding, was wir dann seit 2 Jahren vor meiner Inhaftierung gemacht haben. Ne? Egal wie es mir ging, egal wie durchgepeitscht ich war, das war immer Pflichtprogramm.
einmal in der Woche mit meinem Dad diese Tour zu machen. Und deswegen hatte auch dieses Burger King eine viel größere Bedeutung für mich als einfach nur das zu essen. Aber jetzt das beiseite geschoben, es hat natürlich unglaublich gut geschmeckt. Wenn man von Haft rauskommt und man kann essen, worauf man Bock hat, vor allem sowas, Fast Food, Pizza, was man sich bestellen kann, all diese Sachen, das ist ein Feuerwerk der Gefühle, wenn man da sitzt und zum ersten Mal in so einen Burger reinbeißt. Nee, das kann man nicht vergleichen mit irgendwas anderes. Es war unglaublich lecker, unglaublich geil, ein sehr, sehr toller Moment. Wir haben auch dann alle was gegessen dort. Als nächstes sind wir in einen Elektroladen gefahren. Und zwar könnt ihr euch noch von früher an die Werbung erinnern. Ja, also von Ironix. So heißt der Laden. Da sind wir hingefahren, weil ich wollte unbedingt, egal was ist, ein Laptop für Therapie haben. Ne, das war mir sehr, sehr wichtig und von diesem Überbrückungsgeld, was ich bekommen habe, habe ich mir auch direkt einen Laptop gekauft für knapp 500 Euro oder sowas. Ja, das war mir sehr, sehr wichtig, dass ich da drin die Möglichkeit habe, ins Internet zu gehen, weil das war auch etwas, was mir sehr gefehlt hat das letzte Jahr. Ja, also ich war sehr oft im Internet, sehr gerne im Internet, vor allem wenn ich voll durchgepeitscht war und so, ist es einfach, das Internet ist halt eine Welt, in der ich gern abgetaucht bin. Und deswegen wollte ich auch unbedingt einen Laptop haben. Als wir dann auf eine Autobahn Richtung Therapie gefahren sind, Leute, ich schwör's euch, diese Freiheit, was ich da gespürt habe, war so krass. Ne, weil ich habe es geliebt, Auto zu fahren, auch Autobahn zu fahren, das hat mir immer ein Gefühl der absoluten unabhängigen Freiheit gegeben. Aber jetzt ist ja mein Dad gefahren und ich saß daneben und das war ja genauso schön für mich. Ne? Einfach da zu fahren, diese Bäume zu sehen, diese Wälder zu sehen. Ich habe dann nach rechts geschaut und ich sehe dann wie so ganz viele Vögel da fliegen und das hat mich dann daran erinnert, was dann in Amerika passiert ist. Ne? Deswegen diese Freiheit, das war so allgegenwärtig an diesem Tag. Einfach wunderschön und ich war sehr, sehr geplättet von allem. Als wir dann immer näher und näher zu Epstein kamen, ist mir dann aufgefallen, es war schon sehr ländlich, irgendwie, da waren viele Berge, viele Wälder und ich war so überwältigt von dieser Natur, weil ich jetzt ein Jahr lang in Haft saß. Das einzige Natur, was ich gesehen habe, war vielleicht ein Baum, was ich aus meiner Zelle sehen konnte. Ja, und es war alles sehr, sehr, ja, überwältigend einfach. Ja, und so etwas ganz Normales, so etwas, was wir so selbstverständlich nehmen, war so groß gewesen plötzlich. Ja, und dann war es soweit. Dann sind wir dann letztendlich in Epstein angekommen. Epstein ist ungefähr 30 Kilometer von Frankfurt entfernt. Es geht schon in Richtung Taunus, ne? Und Epstein ist ganz oben auf einem Berg, ne? Also man muss wirklich voll krass diesen Berg hochgehen und das ist auch richtig steil. Ja, und wir fahren dann da hoch. Und ich merke auch schon, je näher wir kommen, desto aufgeregter bin ich. Weil es ist langsam soweit. Irgendwann kommen wir oben an und dann gehen wir da rein und da war dann das sogenannte KB. KB ist dann wie so ein Büro, aber da arbeitet ein Patient von Epstein, ne? Und ich sag dann so, yo, ich bin der Herr Dan. Der so, ja, okay, alles klar, ich hole einen Therapeut. Und ich so, okay, alles klar. Dann kam auch eine, die war auch für mich zuständig. Ja, eine, rückblickend gesehen, hätte ich keine bessere treffen können. Sie war perfekt für die Zeit, die ich da abgesessen habe.
Ja, hallo, ich bin die Frau Mustermann. Ich so, ja, das sind meine Eltern. Und ja, die so, ja, okay, dann ja, nehmen Sie sich noch mal ein bisschen Zeit zum Verabschieden und dann würde ich gerne mit Ihnen Ihr Erstgespräch führen. Und ich so, okay, alles klar. Ja, dann sind wir noch mal rausgegangen. Ich habe noch mal eine gequalmt mit meinem Dad und Mom und dann haben wir uns verabschiedet. Ne? Also so schön es auch war, so schade war es auch, dass die sich schon wieder verabschieden mussten. Aber diesmal sieht es anders aus. Ne? Diesmal kann ich mit dem Handy anrufen. Diesmal bin ich ja doch viel mehr in Freiheit. So, ich verabschiede mich von denen. Dann sagt dann meine Therapeutin so, die sagt, ja, dann kommen Sie mal bitte mit. Und ich komme dann mit ihr und wir setzen uns in so ein Zimmer rein. Ne? Und die so, ja, dass sie Bescheid wissen, ich bin ihre Therapeutin, die Frau Blabla. Und ich werde mit ihnen dann die Sitzungen halten. Ich werde mit ihnen zwei bis dreimal in der Woche ein Gespräch führen. Und zudem werden sie auch noch weitere Gruppen hier haben. Und ja, ich hoffe natürlich sehr, dass sie hier das mit Erfolg beenden werden, also sprich, dass sie das komplett durchziehen und dass sie auch so viel mitnehmen können, auch für ihren weiteren Weg. Und ich so, yo, ich habe das auf jeden Fall vor. Ich möchte hier nicht rausfliegen. Ich meine es wirklich ernst. Ich bin durch mit dieser ganzen Sache. Ich so, ja, das höre ich natürlich gerne. Sie haben auch ein Pate, das nennt sich so. Und zwar, der ist auch ein Patient hier. Und er wird Ihnen für die nächsten 3 Wochen so zeigen, wie das hier abläuft. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an ihn. Er kann Ihnen dann zeigen, wo die Räume sind, wie das hier abläuft mit Frühstück, mit Essen, mit Gruppen, mit Sport, mit Arbeit, dies und das. Also, wenn Sie Fragen haben, dann bitte kommen Sie dann zu ihm. Ich so, ja, okay, dann mache ich das. Und dann kam er auch schon und er war mir auch direkt sympathisch, ne? Er hat gemeint, jo, als allererstes bringe ich dich auf dein Zimmer, ne? Und ich so, ja, okay, alles klar. Der bringt mich dann nach oben. Also ich war ganz, ganz oben, ne? Und ich trage so meine Tasche und der macht so die Tür auf. Und als wir dann in mein Zimmer reingehen, da sitzt einer auf dem Bett. Neben ihm ist eine Frau. Und ich sag's euch, Leute, der war mir so unsympathisch. Von der ersten Sekunde, wo ich den gesehen habe, der war mir so unsympathisch. Also ich wusste direkt, das wird nichts. Mein Pate hat dann gesagt, yo, das ist der sowieso, mit dem teilst du dir ein Zimmer. Und ich so, okay, alles klar. Und ich so, yo, ich bin der Dan. Der so, yo, ich bin der Mikey. Und ich so, okay, Mike, alles klar. Ich sag nochmal der Frau hallo, gib ihr auch die Hand, aber der Vibe da drin, die Stimmung, die Atmosphäre da drin war, das war richtig, oh, das hat mir gar nicht gefallen. Ne? Also ich wusste, das kann nichts werden. Da habe ich schon ein Riesenproblem gehabt, ne? So direkt, erster Tag, Therapie und schon so eine uncoole Situation. Aber das Leben läuft manchmal auch für einen. Ne, ich habe dann so meine Tasche hingestellt und bin dann wieder rausgegangen. Ne? Und der hat gemeint, achso, warte, bevor wir jetzt runtergehen. Hier, das hier ist ein Balkon. Und hier kannst du auch immer eine qualmen, wenn du willst. Nicht im Zimmer, sondern auf den Balkon gehen. Und ich gehe auf den Balkon. Leute, dieser Blick von diesem Balkon über diesen Wald, über diesen Berg. Das war so ein schöner Moment für mich, ne? Weil gestern noch war ich in Haft und plötzlich habe ich so eine unglaublich schöne Aussicht über Taunus und Mann, oh, das war so frei, ne? Und das war einfach ein unglaublich schöner Moment für mich. Wirklich unglaublich schön. Jo, dann, ich gehe dann wieder runter und unterhalte mich mit ein paar andere Leute. Irgendwann so nach 2 Stunden denke ich, okay, Mann, ich gehe wieder auf mein Zimmer. Ich bin dann oben auf mein Zimmer und ich sehe, dass mein Zimmerkollege nicht da ist. Und ich so, okay, genau das brauche ich jetzt. Einfach mal ein paar Minuten durchschnaufen. Nach 20 Minuten klopft es an meine Tür
Und da kam ein Therapeut rein. Der so, hallo Herr Dan, ich bin der Therapeut sowieso. Ihr Zimmerkollege, der Mikey, der wird heute Abend nicht bei Ihnen schlafen. Also ich sag Ihnen klipp und klar, er hatte erneut einen Rückfall gehabt. Er schläft jetzt heute Abend in einem anderen Zimmer und wir überlegen uns, wie es mit ihm weitergeht. Es kann sein, dass er von hier entlassen wird. Das wird sich jetzt alles morgen früh entscheiden, aber für heute sind Sie alleine hier im Zimmer. Und ich sah, okay, alles klar. Wo er die Tür zugemacht hat, boom, yes, Alter, yes. Nicht für ihn, tut mir wirklich leid für ihn, ne? Aber für mich habe ich mich so gefreut, weil ich habe so viele Eindrücke an diesen Tag gehabt, ne? Es ist ja nicht einfach ein Autobahnfahrt dahin, sondern diese ganze Eindrücke, was ich an diesem Tag hatte, das hat so auf mich eingekracht, ne? Und ich musste erstmal klarkommen, eben noch ein Jahr lang in Haft war und jetzt plötzlich bin ich in diesem Zimmer mit diesem geilen Balkon, mit diesem super Aussicht und ich habe mich einfach sehr gefreut, dass ich diesen Abend für mich alleine hatte. Das kam sehr, sehr gelegen. Dann ist der nächste Tag angekommen. Es war Frühstück. Der Therapeut, den ich gestern gesehen habe, der kommt auf mich zu und meint so, Herr Dan, der Mikey ist entlassen worden. Wir haben ihn rausgeschmissen. Sie bekommen heute einen neuen Zimmerpartner, der heißt Mark. Und ich so, okay, der Mark, alles klar. Der ist dann weggegangen, ne, der Therapeut. Und 10 Minuten später sehe ich, wie einer um die Ecke kommt. Der war mir so sympathisch, so eine unglaublich nette, freundliche Ausstrahlung, ne. Und der guckt mich so an, läuft auf mich zu. Der so, bist du der Dan? Ja. Der so, ich bin der Mark, ich bin dein neuer Zimmerpartner. So, yes, Alter, wie geil ist das denn? Ich schwör, das sollte einfach so sein, ne? Die Sterne standen so gut, dass es einfach so sein sollte. Es war unglaublich perfekt einfach, ne? Weil ich wusste, mit denen werde ich eine gute Zeit haben. Im Laufe von Dans Dosis werdet ihr sehen, dass der Mark weiterhin eine Rolle gespielt hat in meinem Leben. Jo, aber es gab noch jemand, die eine noch wichtige Rolle spielt. Und ich kann mich erinnern, als wäre es gestern. Es war Frühstück gewesen, ich habe mich am Tisch gesetzt und habe gegessen. Und ich war sehr, ich war schon sehr geflasht von allen, ne? Weil da waren viele neue Gesichter, viele Leute. Ich wusste ja auch, dass alle da sind wegen Substanzen. Das ist schon mal das ist schon mal etwas anderes wie in Haft, ne? Und ich sitze da und ich gucke mich so ein bisschen um, beobachte die Leute und dann, boom, dann habe ich sie zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Meine zukünftige Ehefrau, Alina. Es sind so viele gestörte Sachen da drin passiert, wie die komplett zugetrönt in der Ecke liegen. Der eine rammt sich eine Nadel unten rein und dennoch sitze ich da und rauche Spaß.